Hallihallo ihr Lieben, ich habe heute für euch meine Juni-Favoriten, genau. Ich habe irgendwie gar nicht gemerkt, wie der Juni an mir vorbeigezogen ist. Es ging einfach extrem schnell. Und ja, trotzdem habe ich einige Sachen verwendet. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Und wir fangen an mit der dekorativen Kosmetik, die habe ich hier wieder drin. Und das erste, was mir hier entgegenspringt, ist der Soleil Tante Chanel Bronze Universelle. Einfach dieser Creme-Bronzer von Chanel. Ja, es war in diesem Monat warm. Es gab ein paar warme Tage, ein paar sehr heiße Tage. Und wenn ich jetzt nicht ins Schwimmbad gegangen bin oder so und ich trotzdem mich schminken wollte, habe ich den verwendet, weil er sich einfach extrem gut auf der Haut anfühlt und gerade im Sommer, wenn man schwitzt und so weiter und so fort, das ist einfach, es hält alles besser und es sieht auch natürlicher aus einfach. Und ja, deswegen war das ein Favorit von mir in diesem Monat. Und einige haben mich gefragt, welchen Pinsel ich dazu benutze. Ich habe am Anfang immer erst meine Finger aufgetupft und dann mit einem Stinktierpinsel so verblendet. Aber jetzt, ich suche gerade den, habe ich hier diesen Ebelin-Pinsel. Nicht drauf achten, der ist jetzt dreckig. Diesen hier. Und mit dem geht das wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin total zufrieden. Das Ding ist, der schluckt halt viel Foundation. Deswegen eignet der sich nicht als Foundation-Pinsel. Aber für so Creme-Produkte finde ich den sehr, sehr gut. Also gefällt mir auch sehr gut. Ist auch ein Favorit von mir. Und ja, den Bronzer habe ich auch gerade wieder drauf. Und ich finde einfach, ich mag ihn einfach. Genau. So. Dann habe ich, springen mir hier Lippenprodukte entgegen. Und zwar habe ich sehr gerne wieder Lipgloss getragen. Das hier ist der von Catrice in der Farbe 060 Coralista. Und das ist einfach dieses wunderschöne, ja, rosane. Der sieht dann so aus. Und den habe ich auch gerade jetzt drauf. Allerdings habe ich da noch was drunter. Und zwar habe ich da drunter von Agnes B. diese, wie heißen die nochmal? Glossy Shine, Glossy Sticks. Und das hier ist die Farbe. Moment. So. Und die sieht einfach so aus. Die habe ich drunter und habe ich auch diesen Monat sehr, sehr gerne alleine getragen. Also der ist eigentlich so ein bisschen sheer. Hier könnt ihr es sehen. Allerdings habe ich den gerne geschichtet, damit die Farbe einfach auch rauskommt. So. Einfach so ein bäriger Ton, der auch eigentlich eher für den Herbst gut geeignet ist. Aber ich weiß nicht, ich hatte Lust drauf. Und ja, dann habe ich noch einen von diesen Glossy Sticks von Agnes B. oft getragen, und zwar diesen hier. Das ist einfach so ein ganz, ganz helles, peachiges Rosa. Moment. So. Da. Auch sehr schön. Ich mag einfach dieses glossige momentan sehr gern. Und ja. So, dann auch sehr gerne getragen den Benefit Hoola Bronzer, wenn ich den anderen jetzt nicht drauf hatte oder auch drüber. Und ja, da habe ich jetzt auch schon das Fändchen erreicht, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Hab ja noch einiges und hat lange gehalten und ich werde ihn mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn er denn mal irgendwann zu Ende gehen sollte. Dann habe ich wieder sehr, 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 sehr oft verwendet die I Love Extreme, die normale. Und ja, habe sie auch jetzt gerade drauf. Und ich muss echt sagen, das Ergebnis mit ihr gefällt mir doch besser. Und ich glaube, ich werde auch eher die mir nachkaufen wieder. Dann habe ich sehr oft auch verwendet die Absolute Nude Palette von Catrice, die total dreckig ist. Und welche Farbe ich da am meisten verwendet habe, muss ich euch, glaube ich, gar nicht sagen. Und ja, dann habe ich
auch sehr gerne zwei Lidschatten von MAC verwendet. Und zwar, wenn ich faul war, habe ich immer einen von den beiden genommen, komplett aus beweglicher Lid und einfach ein bisschen in die Lidfalte verblendet. Und zwar einmal Woodwinked. Nee, Moment. Ja, hier. Woodwinked von MAC. Das ist einfach dieser Bronzeton. Da. Dieser schöne Goldton einfach. Und dann Expensive Pink. Sehr, sehr oft. Ich versuche euch das so gut wie möglich zu. Hier. Genau. Einfach zwei wunderschöne schimmernde Lidschatten, die ich sehr, sehr schön fand diesen Monat. Und ja, das ist halt gut, weil beide einfach schimmernd sind und bei Expensive Pink ist halt noch Gold dabei und bei All That Glitter, bei Woodwinked ist es einfach, wenn man den komplett auf der Lidfalte aufträgt und dann in die Lidfalte verblendet, sieht es wirklich danach aus, hätte man sich sehr viel Mühe gegeben. Dabei war man einfach nur vorne, hat nur einen Lidschatten verwendet. Deswegen war das ganz gut für mich diesen Monat, weil es ein paar Tage gab, an denen ich keine Lust hatte. Genau. So, dann habe ich noch zwei Blushes von MAC. Einmal die Farbe Peaches. Den kennt ihr schon. Den habe ich sehr oft in den letzten Monaten getragen. Auch jeden Tag in diesem Monat. Bis zu dem Tag, an dem ich mir den hier geholt habe. Den habe ich mir nämlich neu gekauft. Habe ich auch in einem Haul gezeigt. Und den Haul kann ich euch gerne verlinken in die Infobox. Und zwar ist das Spring Sheen von MAC und ist auch so ein Korall-Peach-Ton, der allerdings schimmert, wie ihr hier sehen könnt. Und habe ich seitdem ich ihn habe, wirklich jeden Tag drauf. Außer heute. Heute habe ich wirklich nur den Chanel Bronzer drauf, weil mir das gereicht hat. Ja. Dann habe ich noch mein MAC Pen Pot in der Farbe Bare Study, auch diesen Monat sehr geliebt als Lidschattenbase und werde ich auch weiterhin, denke ich, sehr lieben als Lidschattenbase. Und dann haben wir noch zwei Sachen. Nee, Moment, doch zwei Sachen. Einmal von Essence, diesen Liquid Eyeliner. Den habe ich mir auch neu geholt gehabt und der sieht so aus, also das Schwämmchen ist so ein bisschen fester und das hat mich einfach überzeugt, weil ich diese ganz hauchdünnen Faden Applikatoren, wie soll ich sagen, Pinsel, wie auch immer, damit komme ich nicht klar. Und mit diesem Liquid Eyeliner bin ich sehr, sehr gut klar gekommen und war auch so gut wie jeden Tag auf meinem Auge. Und dann die Catrice Camouflage, die durfte natürlich nicht fehlen, in der Farbe 010 Ivory. Und ja, das ist einfach die hellste Farbe, diesen Monat auch wieder gut benutzt. Und ja, das war es mit dekorativer Kosmetik. Ich mache mal kurz ein bisschen Platz. So, dann kommen wir zur Pflege. Und zwar habe ich diesen Monat vier Lieblinge. Und zwar einmal die BB Youngcare 3-in-1 pflegende Reinigungstücher. Die sind jetzt alle und ich werde sie mir auf jeden Fall nachkaufen, weil die diesen Monat einfach sehr, sehr gut waren. Also ich habe damit das Grobe, also so das Gröbste weggemacht und danach mit meinem Bioderma halt nochmal gründlich gereinigt. Und ich mag die einfach, weil die auch wasserfestes Make-up entfernen und die haben nicht gereizt oder sonst irgendwas. Deswegen fand ich die sehr, sehr gut. Und die kann ich euch wirklich nur empfehlen und werde sie auch nachkaufen. Die finde ich auf jeden Fall besser als Balea. Dann, wie gesagt, mein Bioderma, auch diesen Monat sehr gut benutzt. Und das ist jetzt mein drittes Fläschchen. Viertes, ich weiß es gerade nicht. Und das neigt sich halt auch wieder dem Ende zu. Und das werde ich mir auch auf jeden Fall nie wieder nachkaufen. Nie wieder. Das werde ich mir wieder nachkaufen. Weil ich das Zeug einfach liebe. Ich habe das Glück, dass bei uns in der Apotheke, also wir haben eine Apotheke hier in Frankfurt, wo sie die Bioderma-Sachen haben. Genauso wie Caudalie und so ein Zeug. Und da wollte ich eh demnächst mal vorbei, weil ich seit sehr, sehr langer Zeit im Überlegen bin, mir dieses Divine Oil von Caudalie zu kaufen. Und das wollte ich mir dann nochmal angucken. Und vielleicht
werde ich auch Besitzer des Caudalie's Divine Oil. Mal sehen, ich weiß es noch nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Liebling und ich weiß nicht, ich kann dann, also ohne dieses Zeug kann ich einfach nicht, weil es einfach wirklich alles sauber macht und reinigt und es ist einfach der Hammer. Was bei mir so ist, wenn ich duschen gehe und ich aber zu faul bin, vorher mich abzuschminken oder so, dann habe ich immer Zeug in der Dusche stehen, mit dem ich mich abschminke. Und da habe ich ja in meinem vorletzten Haul, glaube ich, war das, dieses L'Oreal Paris Hydra Active 3 Hautperfektionierende reichhaltige Reinigungsmilch, genau. Die habe ich euch gezeigt und ich finde die ganz gut. Allerdings kriegt sie nicht komplett alles weg. Das ist schon etwas, was ich sehr bemänge an dem Zeug, aber ansonsten ist sie sehr sanft zur Haut. Mir hat das Wort gerade gefehlt und ich habe eben voll gestottert, sorry. Sie ist sehr sanft zur Haut und ja, ich mag es einfach, aber dieses entfernt Make-up vollständig, das kann ich auf gar keinen Fall bestätigen. Aber an sich fand ich die ganz okay. Und für unter der Dusche hat es gereicht, weil so oder so, auch so, wenn ich mich unter der Dusche dann mit irgendeinem Zeug, was ich dann da stehen habe, mich abschminke, so wie mit dem hier, schminke ich mich danach trotzdem nochmal ab. Also mit dem Bioderma, das ist immer dabei, deswegen ist es auch immer so leer. Ja, auf jeden Fall fand ich ganz okay, ist halt jetzt mein Favoritenvideo, weil ich euch das zeigen wollte, weil es wirklich jeden Tag, also jeden Tag unter der Dusche, jeden Abend fast jeden Abend, wenn ich zu faul war, halt am Waschbecken mich abzuschminken, habe ich das benutzt. Und ja, also wenn ihr euch unter der Dusche abschminkt und es so macht wie ich, danach trotzdem nochmal am Waschbecken ihr euch abschminkt, dann würde ich sagen, okay, ist ganz gut. Aber ich glaube, ich werde mir dann doch lieber das von Balea holen, was ich sonst immer hatte, dieses in dem Pump, mit dem Pumpspender, dieses pinke. Aber das werde ich auf jeden Fall erstmal aufbrauchen. Dann habe ich noch eine Sache, die bei mir unter der Dusche steht. Und zwar das Flake Away von Soap & Glory. Das ist ein Peeling mit, Moment, Pfirsichkernpulver. Genau, Zucker und Pfirsichkernpulver. Und ich heule, weil das jetzt schon der zweite Pot ist, der fast zu Ende ist. Mein Mann benutzt es halt auch. Und ich liebe einfach diesen Geruch. Und das wird auch auf jeden Fall nachgekauft und wurde diesen Monat auch sehr, sehr fleißig benutzt. Dann noch ein Haarpflegezeug, und zwar von L'Oreal, das El Vital Öl Magique. Das habe ich jetzt jedes Mal nach dem Haarewaschen, ich habe die jetzt, wo es so warm war, immer Luft trocknen lassen über Nacht und habe es immer nach dem Haarewaschen in die Spitzen nur gegeben, so ein bisschen in die Längen. Und ich muss echt sagen, meine Haare fühlen sich geschmeidiger an. Und ja, mich haben schon einige auf Facebook gefragt, ob ich meine Haare gefärbt habe. Und ja, ich habe halt wieder alles dunkel gemacht, obwohl ich gesagt habe, ich wollte nicht mehr nachfärben. Aber ja, ich habe es jetzt doch getan, weil das Helle, das sah so schrecklich aus. Ich weiß nicht, in einem Follow Me Around, das hat mich halt sehr gestört. Da habe ich es nämlich richtig gesehen, wie schlimm das aussah. So richtig strohig einfach. Und so gefällt es mir einfach besser. Ja. Und ja, wie gesagt, das Öl Magique von L'Oreal mag ich wirklich sehr. Man darf halt nicht zu viel verwenden und es auch nicht zu nah an, also nicht zu weit oben auftragen, einmassieren, wie auch immer, weil es dann doch schon sehr ölig und fettig wirkt. Aber so leicht in die Spitzen, ich gebe da wirklich immer nur einen Pump in meine kompletten Spitzen und so ein bisschen hoch in die ja, in die Längen rein. Und ja, das fand ich ganz gut. Und ich habe diesmal noch zwei Food-Favoriten. Und zwar einmal von Milka. Das ist total wirklich Sünde pur, weil ich ja eigentlich meine Ernährung umgestellt habe auf gesund und ich halt wirklich nur selten Eis oder sowas gegessen habe. Aber ich habe bei uns auf der Zeit waren so Milka-Mädels und die haben diese Dinger verteilt. Und daraufhin musste ich sie mir kaufen, weil ich sie ganz lecker fand. Und das sind die Milka Toffee. Die sehen so aus einfach. Die kommen dann in so einem Bonbon-mäßig her. Da hinten ist sogar ein Bild. Außen Schokolade und innen Karamell. Und ja, die schmecken sehr, sehr lecker. Mein Mann findet sie auch ganz okay.
und deswegen sehr geliebt. Und was ich noch sehr geliebt habe, Müllermilch Fruchtbuttermilch. Ich mag generell Buttermilch, aber ich mag mehr die, wo Frucht noch drin ist. Und als ich das gesehen habe, musste ich es holen. Und zwar Holunderblüte Milette. Milette, Leute. Limette. Ich habe voll oft solche Sprachfehler. Letztens wollte ich sagen, Schatz, gib mir mal die Cola-Dose. Und habe gesagt, gib mir mal die Dola-Kose. Alles klar. Okay, Barty, du spinnst. Holunderblüte Limette auf jeden Fall. Und das ist so eine Sommersorte. Und als ich die gesehen habe, musste ich die holen. Habe jetzt schon einige davon getrunken. Und ich mag die wirklich sehr, sehr gern. Vor allem, weil ich gerne diese Zitrus mit so Buttermilch, diesen Mix, mag ich sehr, sehr gerne. So Zitrusfrüchte. Und ja, Liebe. Ich liebe es auf jeden Fall. Und was so im technischen Bereich an Favoriten war diesen Monat, war natürlich wieder Instagram. Instagram. Wer mir auf Instagram folgen möchte, der kann das gerne machen. Da seht ihr es. Ihr könnt die Anzahl an Bilder sehen. Hier habt ihr es bei Beiträge. Ich bin der totale Spinner. Ich poste wirklich jeden Tag an die... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also auf jeden Tag ist auf jeden Fall ein Bild dabei. Aber es ist meistens nicht nur ein Bild. Also heute zum Beispiel waren es schon wieder... Ich zähle kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. 8 Bilder heute. Und ja, ich bin ein Instagram-Freak, Junkie, wie auch immer. Ich mag Instagram wirklich sehr gerne. Und ja, guckt auf jeden Fall vorbei. Den Link, also den Namen, wie ich in Instagram heiße, findet ihr in der Infobox. Und was ich euch auch sagen kann, so wenn ihr auf so Food-Favoriten und sowas steht, ich poste auch ab und an, beziehungsweise eigentlich sehr oft, was ich so esse. Und ja, die letzten Tage habe ich wirklich sehr gesündigt und muss auch gestehen, ich habe wieder 1,5 Kilo zugenommen. Ja, ich bin echt enttäuscht von mir selbst, aber ich werde auf jeden Fall wieder durchstarten und gezielt wieder. Also ich werde wieder abnehmen und wieder gesünder essen und auch mehr Sport machen. Ich habe es echt schleifen lassen jetzt eine Zeit lang, aber da kommen wir wieder. Wir gehen wieder an den Speck, ran an den Speck. Und ja, was ich noch cool finde, ist AskFM war auch diesen Monat ein Favorit, denn es gibt jetzt eine AskFM-App. Und ja, AskFM ist eine Seite, auf der ihr mir Fragen stellen könnt. So sieht das dann aus. Ihr könnt allerdings auch die Fragen, die ich schon beantwortet habe, hier lesen. Es sind einige. Und ja, das waren so meine Favoriten. Facebook natürlich auch, allerdings diesen Monat nicht wirklich oft. Was ich aber ändern will, ich weiß, es ist ein bisschen blöd, weil ich, ja, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dass auf Instagram sind mehr aktiv und auf Instagram habe ich einfach das Gefühl, dass ich auch wirklich Antworten kriege, wenn ich irgendwas frage oder so. Und auf Facebook ist es einfach so, ich stelle da eine Frage und ich kriege keine Antwort. Und wenn ich auf Instagram irgendwas möchte, dann, also bei irgendwas Hilfe brauche oder so, dann kriege ich sofort die Antwort. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute, die mir auf Facebook folgen, gar kein Interesse haben. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber keine Ahnung, ist einfach so. Und ist aber auch klar, dass mir nicht so viele Antworten da auf Instagram. Mir, glaube ich, um die 600, knapp 600 Leute folgen und auf Facebook knapp 200. Da ist es klar, dass ich mehr Feedback auf Instagram statt auf Facebook bekomme. Aber ich werde mich bemühen, auf Facebook trotzdem mehr zu posten. Wenn ihr das natürlich wollt, wenn euch das interessiert, die mir auf Facebook folgen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was ist jetzt? Es war auch schon wieder zu lang und zu viel gelabert von mir. Ja, das war mein Favoritenvideo im Monat, für den Monat Juni. Und ja, ich werde auf jeden Fall... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe mich schon wieder verlabert. Leute, es tut mir leid. Ich bin ein bisschen müde und ein bisschen verpeilt, wie immer eigentlich. Ich bin immer verpeilt. Aber okay, ich wünsche euch einfach nur einen wunderschönen Tag und hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat und euch mein dummes Gelaber nicht so gestört hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, auf was ihr so für Videos Bock habt. Das wäre cool. Okay, dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.